So, unsere Internetbekanntschaft Teil 7. Also unsere Freundin ist ja schon ganz aufgeregt, hat ja teilweise schon Albträume, weil der Mann ja am Wochenende kommt. Aber in ihr ist immer so ein bisschen Bauchgefühl, ist er ehrlich, weil er ruckt nicht so richtig raus, was er arbeitet. Manchmal meldet sich am Tag fünfmal, manchmal meldet es sich den ganzen Tag überhaupt nicht. Also das ist ein bisschen suspekt für sie. Und jetzt haben wir einfach mal die Karten für sie gelegt mit der Frage, ist er ehrlich? Ja, Ja, soll ich da jetzt was dazu sagen? Okay. Also, ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, ja. Nein, kann man nicht sagen. Ich denke, dass er einfach mit bestimmten Dingen hinterm Berg hält. Wobei ich den Berg jetzt in dem Fall auch als die Entfernung, also die Distanz zwischen beiden sehe. Aber hier liegt ja der Neubeginn, das Kind. Der Schlüssel ist, das kann man sagen, Glückskarte, Schlüssel zum Erfolg, mit Sicherheit, ja. Ja, der Baum liegt neben ihm, also auch wenn er jetzt rausschaut aus dem Bild, ich meine, er ist ja nun jetzt auch nicht mehr, wie sagt man, ein unbeschriebenes Blatt, hat so seine Lebenserfahrung. Ich denke, dass er sich auf der einen Seite freut auf die Begegnung und auf der anderen Seite genauso gemischte Gefühle hat und sich denkt, ist sie ehrlich zu mir oder so? Ne? Also Gespräche werden auf jeden Fall stattfinden. Ich würde sogar sagen, Gespräche über die Zukunft, das Leben an sich. Begegnung liegt auch hier mit dem Park. Könnte romantisch werden. Was ich ein bisschen vermisse, ist die Herzkarte. Aber nun denn, schauen wir mal. Also Mond mit der Romantik oder Melancholie. Die Schlange, die sehe ich jetzt mal hier als die Umwege oder vielleicht auch die Verwirrung. Und so richtig, ihr kennt das alle, wenn man so entweder gerade frisch verliebt ist oder so jemand kennenlernt, so richtig klar kann man ja kaum denken. Oder man weiß gar nicht, in welche Richtung soll ich denn denken. Ne? Die letzte Karte vom Deck zeigt den Turm. Und da würde ich sagen, ich beziehe das mal auf die Distanz von ihrer Seite oder auch vielleicht ein bisschen der Elfenbeinturm. Wo da ist es sicher da oben drin, ne, und kann von oben runter gucken, wie sieht er denn nun aus und wie ist er denn? Und ja, oh Verzeihung, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Die Sterne stehen ja für die Klarheit. Beziehungsweise gute Sterne. Also das Ganze steht unter einem guten Stern und hier liegt der Besuch. Oder das Geschenk oder wie sagt man, Gaben, schöne Zeit, eine schöne Feier, wie auch immer. Also das alles in allem sehe ich das immer noch positiv. Und jetzt schauen wir mal. Da würde ich mal jetzt noch zwei Klärungskarten ziehen. Einmal die Treue, der Hund oder der treue Freund, wie auch immer. Ja, da haben wir den Fuchs. Naja, vielleicht sind das auch die Zweifel. Gell? Oder manchmal, wie soll ich denn sagen, zeigt man sich ja nicht sofort. Also so bin ich. Und man hält ein bisschen zurück und ist vielleicht ein bisschen listig. Wäre ja auch nicht schlimm. Und guck mal an, was wir da haben. Das Herz. Ja. Also ich würde sagen, er ist ehrlich, er sagt nicht alles. Mit gutem Recht kann er ja machen. Das kann man ja alles erfragen. Und dann wird sie sehen. Ja, also ich denke, dass sie sich keine Sorgen machen braucht. Es ist halt ja schwierig, ne? Das so, ach, naja, schauen wir mal, ne? Wir haben ja alle nichts zu verlieren. Im Großen und Ganzen ist das echt ein super Kartenbild. Es wird halt immer spannender. Ich denke mal, wenn wir jetzt jeden Tag legen bis zum Wochenende, wird es wahrscheinlich immer verwirrender und nebulös. Na Gell? gut, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ne? Wir Ja, werden euch auf ja. jeden Fall weiter berichten, wie das mit dieser Internetbekanntschaft weitergeht. Und wenn ihr uns dann unseren Kanal noch einen Daumen hoch gebt, dann freuen wir uns oder unseren Kanal abonniert und die Glocke drückt, dann könnt ihr immer gleich sehen, wie geht's denn mit dieser Internetbekanntschaft weiter.
Na gut, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.